Richard Selmecker, Jahrgang 1973, geboren in Hamburg. Sie haben einen Highschool-Abschluss aus den USA, sind dann aber wieder zurückgekehrt in ihre Heimatstadt und haben hier Abitur am Albert-Schweitzer-Gymnasium gemacht, anschließend Jura studiert und ich verkürze jetzt, nach dem zweiten Staatsexamen sind Sie dann 2002 in die Anwaltschaft gegangen und seitdem in der Anwaltschaft in einer eigenen Sozietät tätig, Selmecker und Selmecker. Sie sind seit 2008 Mitglied der Hamburger Bürgerschaft mit einer kurzen Unterbrechung, die, wenn ich das richtig sehe, aber mehr administrative Gründe hatte, weil Sie in der Deputation tätig waren und sind jetzt direkt gewählter Abgeordneter in der Bürgerschaft. Neben einer ganzen Reihe von Vorsitzenden bzw. Mitgliedschaften in Ausschüssen ist für uns besonders interessant Ihre Mitgliedschaft und Ihr Vorsitz im Europaausschuss. Und darauf bezieht sich auch schon meine erste Frage. Könnten Sie vielleicht mal kurz skizzieren, was dieser Europaausschuss ist, was er macht? Vielleicht ist es für diejenigen, die unserem Podcast folgen, überraschend, dass man so in einer Stadt, man kann sagen, auf regionaler Ebene in einem Parlament einen Europaausschuss hat. Ja, vielen Dank, Herr Professor Hartje, sehr gerne. Bei uns im Europaausschuss in Hamburg, wir sind ja als Besonderheit zum einen Stadtstaat, also zum einen sind wir Einheitsgemeinde Hamburg und gleichzeitig sind wir eben Staat. Und das dann auf Landesebene hier haben wir einiges, was unsere europäischen Punkte angeht, zu bewältigen. Da sind an erster Stelle zu nennen alle die Dinge, die uns betreffen in Bezug auf die Frage Richtlinien und Verordnungen, Subsidiarität als Stichwort und auch Verhältnismäßigkeit, also alle Rechtsetzungen, die wir seitens der EU haben, die uns betreffen können, bekommen wir zur Prüfung. Das wird auch sehr gewissenhaft bearbeitet, vielleicht vom ganz simplen Praktischen, also bei der Frage der Subsidiarität beispielsweise, die ja sehr wichtig ist bei uns in der Europäischen Union. Da ist es so, dass zunächst einmal die Drucksachen als Entwürfe an die Senatskanzlei gehen, die Senatskanzlei eine rechtliche Prüfung vornimmt, sie ein Votum vorbereitet, ob Verstöße aus ihrer Sicht gegeben sind oder gegeben sein können gegen entweder das Prinzip der Subsidiarität oder eben das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Danach prüft dann die Bürgerschaftskanzlei, also unsere Administration der Legislative, nochmal gesondert und unabhängig. Und danach befindet dann der Ausschuss darüber, ob Verstöße vorliegen, ob gegebenenfalls Stellungnahmen dazu abgegeben werden sollen. Und das ist einer der Kernbereiche, wo wir uns letztlich mit der Gesetzgebung, der Rechtsetzung besser gesagt, in der Europäischen Union befassen. Darüber hinaus befassen wir uns natürlich auch mit all den Dingen, die mittelbar bei uns große Auswirkungen haben. Hamburg ist ja nicht nur Stadtstaat, sondern Hamburg ist ja vor allem auch Handelsmetropole. Und das bedeutet natürlich, dass wir als Europäische Union mit mannigfaltigen Handelspartnern, mit denen wir als Europäische Union ja auch bilaterale Abkommen haben. Ich glaube, es sind derzeit 74 Länder, für die wir der wichtigste Handelspartner sind. Also mit wir meine ich jetzt als Europäische Union. Und über die wird dann ja über den Hamburger Hafen beispielsweise, aber auch über viele andere Unternehmen wird dann abgewickelt. Das sind auch Dinge, mit denen wir uns dann befassen, wo wir fragen, wo sind denn eigentlich die unmittelbaren Auswirkungen der Europäischen Union konkret für das Unternehmen im Hafen, für den Handelspartner. Das sind alles Dinge, mit denen wir uns ebenfalls befassen. Und der dritte Komplex, um den es bei uns im Europaausschuss geht. Das ist, dass wir uns immer die EU-Ratspräsidentschaft vorknüpfen, wäre der völlig falsche Ausdruck, aber sagen wir mal, uns intensiv damit befassen, sodass wir im Wechsel der Präsidentschaft, also jedes halbe Jahr, den entsprechenden Vertreter, also Botschafter des amtierenden Landes, uns einladen in den Ausschuss und dann über die aktuellen Themen, die dort auch behandelt werden, insbesondere auch Schwerpunkte bei uns im Europaausschuss debattieren. Ja, das ist ja ein, kann man sagen, relativ breites Spektrum an Tätigkeiten. Was mich vor allen Dingen interessiert, ich meine, das ist alles interessant, aber angesichts des zeitlichen Rahmens konzentriere ich mich mal auf den ersten Punkt, diese Subsidiaritätskontrolle. Das ist ja auch in der Öffentlichkeit immer wieder diskutiert, in den Medien diskutiert. So, ein Landespolitiker hat das mal auf den Punkt gebracht und gesagt, nicht jedes Problem in Europa ist ein Problem für Europa.
Und nicht wenige haben den Eindruck, die Europäische Union mischt sich in Angelegenheiten ein, die sie nichts angehen, beziehungsweise für die sie eigentlich nicht gemacht wurde. Wie erfolgreich ist aus Ihrer Sicht diese Subsidiaritätskontrolle, die seit Lissabon ja noch mal effektiver gemacht wurde durch Verfahrensvorkehrungen? Also ich glaube, sie ist durchaus erfolgreich. Wenn man sich die Drucksachen bei uns anguckt, dann mag das nicht den, dann hat es den Anschein, als wäre es nicht so. Weswegen? Weil wenn Sie die vielen Punkte, die wir da besprochen haben, durchgehen, werden Sie feststellen, dass wir bei den meisten keine Verstöße sehen. Da würde man mutmaßen, aha, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Aber alleine der Umstand, dass so intensiv darauf geguckt wird und geprüft wird, glaube ich, hat schon für ein Umdenken gesorgt. Das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube, das ist ein stark subjektiv geprägtes Momentum. Also die Frage des, die viel zitierte falsche Frage nach dem Bananenkrümmungswinkel, was ja immer wieder ins Feld geführt wird als sozusagen ein Beispiel des unsinnigen europäischen, der unsinnigen europäischen Regelungswut, trifft ja nicht zu. Je genauer man sich dann im Detail mit den Dingen befasst, stellt man immer wieder fest, das sind nicht nur Dinge, die fehlerhaft geregelt wurden für ein Land oder für einen Stadtstaat oder für eine Kommune, sondern häufig sind es sogar Dinge, wenn man das einzelne Beispiel nimmt, bei denen die Menschen dann sagen, oh, das ist vernünftig. Denn wir dürften auch nicht vergessen, weil das ist ja das Gute an unserem europäischen, an unserer Europäischen Union, die Vielfältigkeit, die sorgt ja auch dort dafür, dass wir beispielsweise Dinge, bei denen der Deutsche sagt, es kann nur so funktionieren, weil so war es immer. Das kann dann durch eine entsprechende Rechtsetzung der EU auch für einen anderen Blickwinkel sorgen, weil andere Staaten sagen, man kann es auch genau anders machen und dann wird es anders gemacht und schwuppdiwupp sieht man auch mal in Deutschland, oha, man kann auch einen anderen Blickwinkel einnehmen und man bricht auch Strukturen auf. Dinge kartellrechtlicher Art beispielsweise, wo Rechtsdienstleistung, wo ich die, sage mal, die Europäische Union wesentlich liberaler ist, als es der deutsche Staat ist, da würde ich mal sagen, gehen auf einmal mehr Dinge, die sonst nicht gegangen wären. Es bricht also auch bestimmte Dinge auf, die man immer für selbstverständlich und für zwingend angesehen hat. Ja, ich will da nur einen Punkt ergänzen, den ich auch in der Vorlesung immer vortrage. Es gibt so Richtlinien über unter Fahrersitzen angebrachten Umsturzvorrichtungen bei Schmalspurzugmaschinen auf Rädern. Das sind kleine Traktoren, die beim Weinbau verwendet werden, wo man sagt, wieso regelt die Europäische Union so etwas? Mein ein Punkt ist auch, das haben wahrscheinlich 27 Mitgliedstaaten, jedenfalls alle, die diese Traktoren kennen, geregelt und zwar jeweils für sich. Und da macht die Europäische Union aus so einer solchen vielfältigen Regelung eine. Und das wirkt dann so, als wäre die Europäische Union Urheberin dieses Gedankens. Das ist sie natürlich nicht. Also da sind auch in der medialen Berichterstattung, glaube ich, manche Schieflagen. Das muss man einfach sagen. Ich verstehe Journalisten, wenn sie das aufgreifen. Das ist ein gefundenes Fressen, wenn man eine Geschichte schreiben möchte. Aber wenn man die Wahrheit erzählen will, und das ist ja auch das Ziel dieser Gespräche, dass wir versuchen, Europa von einer sachlichen Seite aus zu betrachten, ist es wichtig zu sagen, was eigentlich die Hintergründe sind. Ich bin damit schon bei meinem zweiten Punkt. Eine Frage, die sicherlich so ein bisschen wie in einer Gesprächstherapie ist, sozusagen assoziativ. Wenn ich Sie frage, wie Sie den Zustand der Europäischen Union heute beschreiben würden, wie würden Sie da antworten? Wir befinden uns in einer schwierigen, aber stabilen Situation. Das ist mein Empfinden. Stabil auf der einen Seite, weil ich glaube, dass die Menschen inzwischen die Vorzüge, die wir mit der Europäischen Union erhalten haben und durchgesetzt haben, heute als Selbstverständlichkeiten, als Basis und als Fundament gesehen werden. Niemand möchte mehr heute Visumsfreiheit und Reisefreiheit und all die anderen Freiheiten, die wir in der Europäischen Union verankert haben, mehr aufgeben. Auf der anderen Seite sehe ich auch, dass wir uns als Europäische Union dringend fortentwickeln müssen. Wir haben viele Probleme, die wir aufgrund der Nicht-Einheitlichkeit, also der Souveränität der Staaten, die auf der einen Seite natürlich etwas Positives ist, auf der anderen Seite natürlich aber auch zu Friktionen führen. Und ich glaube, da müssen wir bei der Fortentwicklung der Europäischen Union zügig voranschreiten, denn es gibt genügend Politikfelder an der Stelle, die wir aus meiner Sicht tatsächlich vereinheitlichen müssen. Nehmen wir das Beispiel, das schwierigste Beispiel Finanzen.
Aber Steuerpolitik beispielsweise werden wir nur einheitlich verbessern können. Ansonsten werden wir den Wettbewerb der Staaten nicht unter dem Deckmantel, aber sagen wir mal unter der Flagge der Souveränität weiterhin haben. Und dadurch entstehen natürlich die Missstände, die wir dann auch täglich in den Zeitungen lesen können. Ja, das ist, also dem kann ich viel abgewinnen. Problem ist natürlich, das wissen Sie auch, dass die Verträge nur durch einstimmige Beschlüsse geändert werden können. Und die Länder in Europa, deren Geschäftsmodell besonders günstige Steuerangebote sind, natürlich sich seit schon langen Zeiten dagegen sperren. Ich will da gar keine Namen nennen. Also das ist auch ein besonders schwer zu erreichender Bereich. Was glauben Sie, müsste noch einheitlicher gemacht werden oder wo müssten wir noch zu mehr Einheit kommen in Europa? Ich glaube, ein großer Schritt wäre tatsächlich, auch wenn es juristisch natürlich schwierig erscheint, aber es wäre ein einheitliches Militär der Europäischen Union ein großer Schritt vorwärts. Er würde für ein größeres gemeinschaftliches Identitätsgefühl sorgen. Das glaube ich, da bin ich fest überzeugt. Und ich glaube auch, dass die Schwierigkeiten, die gerade wir in Deutschland haben mit unserem Militär, mit militärischen Einsätzen, dass wir diese überwinden können mit unserer Geschichte, mit unseren Schwierigkeiten, wenn wir eine europäische einheitliche Lösung dort hätten. Das wird natürlich in Deutschland gerade, das haben Sie schon angedeutet, große Diskussionen auslösen, weil man sich eine Integration gerade auf dem Gebiet des Militärs besonders schwer vorstellen kann, jedenfalls in anderen politischen Gruppierungen als nun gerade die, für die Sie stehen. Ich hatte vorhin versäumt zu erwähnen, dass Sie Mitglied der Christlich-Demokratischen Union sind, aber das ist, glaube ich, hier in Hamburg Eulen nach Athen zu tragen. Dass man auf diesem Gebiet einheitlicher vorgeht, das leuchtet mir jedenfalls persönlich sehr ein. Mal die Gegenfrage, Sie sind ja sozusagen der Subsidiaritätsexperte in dieser Stadt. Wo glauben Sie, könnte man auf diesen Einheitsuniformitätsanspruch eher verzichten oder da eher runterschrauben? Gibt es da Bereiche, wo Sie sagen, das kann man machen, aber man muss es nicht wirklich? Das ist ganz schwierig, weil ich sehe die Schwierigkeit mehr in der Umsetzung der einheitlichen Regelung, denn wir sind in Deutschland ja immer besonders penibel, möchte ich mal sagen. Und wir neigen dazu, wenn wir eine Regelung umsetzen hier in Deutschland, wenn es nicht auch in der siebten Nachkommastelle gerecht ist, dann ist es nicht in Ordnung. Und das sorgt in Wirklichkeit aus meiner Sicht für größere Schwierigkeiten bei uns. Fällt mir ein, spontan bei der Frage des Umweltschutzes. Also es gelten ja dieselben Richtlinien für uns alle. Und trotzdem muss ich sagen, bei den größeren Vorhaben, Bauvorhaben, die ich jetzt mal im Vergleich nehme, Portugal, wo ich mich gut auskenne, und Deutschland, stelle ich fest, dass die Umsetzung in Deutschland wesentlich rigoroser gehandhabt wird. Und neben der Umwelt ist das auch ein Beispiel beim Thema Arbeitsschutz. Ich halte es nicht für verkehrt, aber wenn wir einem neu gründenden Unternehmen, was hier eine Baustelle einrichten will, erst einmal nur von der Berufsgenossenschaft 686 Seiten zum Thema Arbeitsschutz überreichen und dann dem Unternehmer sagen, so und das bitte erstmal, und dann sieht er, oha, was muss ich alles, einen Sicherheitsbeauftragten, einen Architekten, ich muss einen weiteren Ansprechpartner, einen Betriebsarzt und. Das sind alles Dinge, die isoliert betrachtet gut erscheinen. Aber wenn man sie dann in der Gesamtschau oder in der Summe sieht, dann sind das Dinge, die in anderen Ländern anders gehandhabt werden, was mich wieder zu dem Weg führt. Man muss vielleicht auch an der eigenen Umsetzung arbeiten. Und das wäre etwas, was uns gut zu Gesicht stünde. Also die Umsetzung innerhalb Deutschlands, dass man da zu einer etwas, sagen wir, liberaleren und flexibleren Form der Umsetzung kommt, die gleichzeitig natürlich die europäischen Pflichten erfüllt. Ja. Einen Punkt wollte ich noch ansprechen. Sie sind Jurist. Wir haben in Europa anscheinend ein Problem, jedenfalls in einigen Ländern, mit der Rechtsstaatlichkeit. Wie sehen Sie das? Ich will Ihnen sagen, wie ich, meine Perspektive darauf ist immer ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite sehe ich die Probleme in diesen Ländern. Auf der anderen Seite habe ich manchmal den Eindruck, erstens, dass wir auch ein bisschen blind sind gegenüber den Problemen, die wir haben, wenn ich an Spitzenpositionen in unserer Justiz denke und welche Entscheidungen. Sie sind ja auch stellvertretendes Mitglied des Richterwahlausschusses. Wenn also ein stellvertretender Fraktionsvorsitzender praktisch nahtlos
zum Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts wird, ein honoriger Kollege, das ist über ein exzellenter Jurist, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich sage nur so vom äußeren Vorgang her gesehen, das ist Punkt eins. Das zweite, waren wir vielleicht zu optimistisch, wie lange eine Transformation dauert von einer kommunistischen, totalitären Gesellschaft zu einer demokratisch-pluralistischen? Ich glaube, da haben Sie recht, da waren wir zu optimistisch. Und wir müssen definitiv weiter daran arbeiten und dafür sorgen, dass diese Zustände, die ja nicht tragbar sind in Wirklichkeit, man muss es auch offen aussprechen, dass diese beseitigt werden. Das darf nicht anders sein. Beim konkreten Beispiel Rechtsstaatlichkeit und an die eigene Nase fassen in Deutschland, das sehe ich auch so. Ich würde aber auch da differenzieren beim Bundesverfassungsgericht und zum Beispiel hier bei uns in Hamburg. Die Ausgestaltung des Richterwahlausschusses ist doch sehr unterschiedlich, was den Bund und das Land Hamburg angeht. Und ich glaube, für Hamburg tatsächlich reklamieren zu können, dass auch wenn die bürgerlichen Mitglieder durch politische Parteien besetzt werden, dieses Organ der Checks and Balances im Grunde genommen sich bewährt hat. Also mir ist es bis auf vielleicht zwei Ausnahmen in den letzten 10 Jahren, und ich glaube, inzwischen bin ich dienstältestes Mitglied des Richterwahlausschusses, bis auf zwei problematische Personalien nie untergekommen, dass jemand dort vorgeschlagen wurde oder am Ende gewählt wurde, muss ich sagen, der nicht auch geeignet und die entsprechende Leistung und Befähigung aufgewiesen hätte. Nichtsdestotrotz haben Sie recht. Es wäre natürlich gut, ein vollständig transparentes Verfahren zu haben, aber es funktioniert in der Praxis jedenfalls in Hamburg gut, dass da nicht Menschen durchgewunken werden, die nicht tatsächlich auch die Qualifikation für den Job hätten. Bei den anderen Staaten, auch wenn bei uns natürlich Defizite, wir können auch über die Staatsanwaltschaft beispielsweise und die Weisungsabhängigkeit ist, kann man ja auch debattieren, die Kollegen in der Europäischen Union sehen ja darin eine größere Schwierigkeit. Ich sehe das etwas weniger, auch da, wenn man in die Tiefe geht, was die Weisungsgebundenheit angeht, glaube ich, dass die praktischen Mechanismen, die wir eingeführt haben bei den Staatsanwaltschaften, dafür sorgen, dass dort nicht politischer Firlefanz betrieben wird, auch wenn es jetzt in der Presse wiederum unrichtig berichtet ist. Gerade neulich der Fall der Durchsuchung hier in Hamburg, 2 Tage nach der Bundestagswahl. Da gibt es entsprechende Vorkehrungen, dass eben der Minister gerade nicht vorher informiert wurde, gerade nicht beteiligt wurde. Und am langen Ende ist es auch eine Frage des Demokratieprinzips, dass ich am Ende, wenn ich eine Verantwortlichkeit habe im Bereich der Strafverfolgung, auch jemand politisch dafür gerade stehen muss. Und das ist nun mal der Minister am Ende oder die Ministerin. Deswegen meine ich, dass das so, wie wir es ausgestaltet haben, auch in Ordnung geht. Aber die anderen Staaten oder einige der anderen Staaten haben natürlich noch große Defizite. Auf der anderen Seite bin ich da auch wiederum froh, dass sie Teil der Europäischen Union sind. Denn ich glaube, wir haben so mehr die Möglichkeit, sie mitzunehmen und sie in eine positive rechtsstaatliche Zukunft zu führen, als wir es ohne hätten. Ja, vielen Dank. Mit dem letzten Satz haben Sie schon das Stichwort des dritten Punktes, den ich nur ganz kurz ansprechen kann, mit Blick auf die Uhr, genannt Zukunft. Wir haben jetzt gerade begonnen mit einer Konferenzreihe in der Europäischen Union über die Zukunft der Europäischen Union. Ich will meine Skepsis nicht verhehlen. Es scheint mir ein sehr kompliziertes Setting zu sein, das dahinter steht, gut gemeint. Das geht immer nicht darum, dass das alles Schurkenstücke sind, die da aufgeführt sind, kein Missverständnis, aber es ist so kompliziert, ein bisschen bürokratisch. Ganz einfach gefragt, was glauben Sie, muss die Europäische Union in den nächsten 5 Jahren, in den nächsten 10 Jahren an Veränderungen durchmachen, damit sie zukunftsfähig ist im Sinne einer wirklich auf unbefristete Zeit, wie die Verträge das ja sagen, sie ist ja auf unbestimmte Zeit geschlossen, der ganze Verbund bestehen kann? Zunächst einmal bedarf es einer echten Strukturreform. Die Frage der Einstimmigkeit stellt sich mir an der Stelle definitiv. Ich glaube, wir müssen für mehr Vereinheitlichung, also neben der Strukturreform müssen wir für mehr Vereinheitlichung sorgen, mehr Übertragung tatsächlich noch auf die Europäische Union. Nur so wird es uns gelingen, auch in der globalen Welt
stark auftreten zu können. Wir können uns gerade als Europäische Union in einer Gesamtheit behaupten gegenüber den USA und China. Wir können selbstbewusster auftreten. Wir können, wenn wir gemeinsam stark sind, am Ende auch die Dinge durchsetzen oder stärker durchsetzen. Da sehe ich uns in einem großen Vorteil gegenüber den USA und auch China, weil ich glaube, und das ist meine feste Überzeugung, dass viele Dinge, die wir für wichtig erachten, einen breiten Konsens in der Europäischen Union haben zum Thema Umweltschutz, zum Thema sozialer Schutz. Das sind alles Dinge, die uns auszeichnen. Und ich glaube, wenn wir neben der Strukturreform dann für mehr Vereinheitlichung, Militär, Finanzen sorgen würden, dann würde es uns sehr weiterhelfen. Herr Selmecker, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses interessante, aufschlussreiche Gespräch. Ja, vielen Dank Ihnen, Herr Professor Hartje.